Die haben jetzt Pizza gekriegt. Was essen die denn am liebsten? Natürlich Rindfleisch, ne? Rindfleischpizza. Mit Pfeffer war da drin? Warum ist der Pfeffer? Nein, wir haben keine Gewürze da drin. Nein. Er ist nicht so gerne mit der Gewürze. Dann würde ich jetzt gerne wissen, was ist denn so die größte Herausforderung dabei, wenn man die füttert mit dem Fleisch? Also, dass die nicht irgendwie ausrasten? Oder wie macht man das, dass man die besänftigt? Entschuldigung, ich habe nicht gut verstanden die Frage. Das was ist die große Herausforderung dabei, wenn man die füttert? Also worauf muss man genau achten, wenn man denen das Fleisch dann gibt? Aber natürlich, sie hat gesehen selber, wir haben ein paar vom See gefüttert mit einem Stück Fleisch. Aber man muss aufpassen, da haben Krallen, haben große Zähne und muss nicht zu nah. Deswegen, sie haben einen Stock und machen das Fleisch in der Ende von dem Stock. Mhm. Aber Sie waren ja jetzt dabei, als Sie die Pizza zum Beispiel gegessen haben. Ist mein Baby. Also ich habe gewachsen mit ihm zusammen. Ist ein gefährliches Tier, ist ein Löwen. Ich respektiere das. Deswegen, ich war einen Schritt zurück, Sie haben gesehen. Ich lasse ihn essen. Aber ich kenne ihn sehr gut. Das Einzige, was ich kann sagen, ist, dass Sie verstehen mir, ist so wie eine Mutter und Kind. Eine Mutter kennt das Kind sehr gut, der weiß genau, der ist eine gute Stimme, schlechte Stimme, zu viel hungrig, nicht zu viel hungrig. Und dafür, ich kenne mein Tier sehr gut. Der zeigt mir das. Haben Sie Angst davor, dass es irgendwann mal zu einer unkontrollierten Situation kommen kann? Also erstens, ich respektiere mein Tier. Angst habe ich überhaupt nicht. Ich bin kein mutiger Mensch, überhaupt nicht. Aber es ist mein Baby. Ich weiß genau, wenn er eine gute Stimme und eine schlechte Stimme hat. Ich weiß genau, wenn es ist genug und nicht genug für ihn. Das ist ein Sixth Sense, was alle gute Tierlehrer haben und alle Mutter haben mit ihren Kindern. Also sind Sie da auf völliger Vertrauensbasis, wenn Sie dann da drin sind? Absolut Vertrauen, ja. Müssen okay. Sie. Also es ist sehr gefährlich, wenn es gibt keine Vertrauen. Der erste reagieren für einen Löwen, wenn der Hanf keine Vertrauen ist, der Attack brauche ich nicht. Ich bin nicht stark genug zu kämpfen. Eben, Belüge ist 350 Kilo, Sie haben keine Chance. Was unterscheidet jetzt die Tiere, die hier aufgewachsen sind, von den Tieren, die in der freien Wildnis leben? Also der ist schon 21 Generationen geboren bei meiner Familie, das heißt über 60 Jahre im Tierpark geboren. Alle Löwen, was Sie ja gesehen hier, ist geboren im Zirkus. Und er haben ein wunderschönes Leben. Sogar alle Wissenschaftler sagen, haben das sogar besser, denn was gibt es in der freien Wildbahn heutzutage. Aber ich meinte jetzt so vom Wesen des Tieres her, also dass die, weil sie sind ja doch instinktgesteuerte. Ja, doch. Da haben Instinkt, absolut. Aber wenn Sie verstehen, was ich habe gesagt vorher, ich kenne mein Tier sehr gut. Vor jeder Tierarzt kommt, ich weiß genau, ob der ist krank oder nicht krank. Ich weiß das vorher. Und immer der Tierarzt fragt, warum Sie wissen das, Herr Lacey? Ich kann nur erklären, dass ich kenne ihn sehr gut. Ich bin nicht nur da für die Vorstellung. Ich habe meine Tierpflege, ich bin immer dabei. Ich gebe Essen zu den Tieren, Wasser. Ich bin da, wo eine Sauge machen, der Außengehege, der Innengehege. Ich bin immer dabei, genauso wie eine Mutter. Ich weiß genau, ob der geht gut oder nicht gut. Und da, sie weiß genau, wenn sie kommen nah und nicht nah. Ich kenne ihn sehr gut. Genau, aber was mich jetzt noch interessieren würde, also wie kriegt man überhaupt ein Tier dazu, dass das so mit kommt zu unserer Probe, wir haben eingeladen Sie immer, kommt zu meiner Probe und Sie können sehen das alles. Also oft machen wir Probe hier in Circus Corona, das Publikum kommt sehen uns, wir einladen Schulz, custom fry, in Tierschau, der muss bezahlen der Tiereintritt, aber es gibt für Tierprobe auch da. Und wir einladen viele Schulz hier für Custom Fry zu sehen, wie das ist. Und sie fragt mich, Herr Lacey, wie machen Sie das? Und ich zeige dem Publikum, wie ich mache das. Eigentlich ein guter Tierlehrer ist viel, viel Zeit, viel, viel Geduld und Belohnung. Belohnung für einen Löwen ist Fleisch oder ein Pizza von Pizza Avanti. Aber trotzdem, der essen viel Fleisch natürlich. Aber es ist viel, viel Zeit und Geduld. Jeder gute Tierlehrer, nicht gebrochene Charakter, wir bauen den Charakter. Und das ist, was ich mache. Beispiel, Baluga. Er ist ein ganz lieber Löwen, wollen immer kussen und schmusen. Es ist eigentlich faul zu machen, natürliche Bewegungen, so wie springen. Kann er das? Aber ich lasse das zu den anderen Löwen, das hat das gern. Geheimnis ist wirklich, dass die Tiere haben gern, was der macht da. Und ich mache das jeden Tag, zwei Vorstellungen am Tag. Und kann es jeder werden, so ein Tiertrainer beim Löwen? Könnte ich das auch machen? Ja, ich würde sagen, das ist in meinem Blut. Ich habe gewachsen zusammen mit den Tieren und sie muss haben Gefühl. Ist genauso wie ich sage, ein Artist. Das ist eine Kunst, was ich mache. Das ist eine Kunst. Und das heißt dann, jeder kann malen und jeder kann vielleicht arbeiten mit Tieren. Aber dieses Gefühl, das kommt, das ist etwas innerlich und nicht jeder hat das. Und es ist genauso wie ein Artist, ich bin nicht so gut für Malen. Ja? Also wenn ich male, ich bin nicht gut. Und dafür, ich bin ein guter Tierlehrer. Und ich kenne mein Tier, ich spreche mit meinem Tier, ich communication mit meinem Tier und das ist, was ich mache. Aber frag mich zu malen, ich kann das nicht. Und gab es schon mal eine brenzliche Situation, wo Sie dachten, wo es geht lieber? Ja doch, also ich habe gearbeitet mit dem mein ganzes Leben. Natürlich, wir haben gefährliche Situationen, aber auch Profi in unserer Arbeit. Ich ist mein Leben zusammen mit dem Tier, aber trotzdem auch eine Arbeit. Und wenn ich sehe eine gefährliche Situation, ich muss sehen das vorher. Das heißt dann, ich lese mein Tier.
normalerweise gefährliche Situationen, so wie Sexual Problem. Beispiel der Männer wollen mit den Frauen. Wenn die sehen sowas, dann natürlich nicht setzen sie gleich zusammen. Ja? Einer bleibt da, einer bleibt ein bisschen weiter und ein bisschen Platz zwischen den zwei. Aber eigentlich, Männer haben das gern zu kommen hier in der Manege, denn normalerweise 99,99%, dass sie haben kein Problem, ich habe das gern zu kommen rein. Sie haben gesehen, selber jetzt, wir haben aufgemacht die Tür, er geht nicht raus. Ich habe gelegen am Boden und gewartet, bis ich ihm ein bisschen Liebe und Kuss und Schmus mit ihm. Und dann er geht raus, aber die Tür war offen, wenn Sie haben das beobachtet. Das heißt dann, ist nicht, dass der wohnt nicht in der Manege, da haben das gern zu kommen hier. Und das ist etwas Besonderes, der Pizza Avanti haben eine Fleischpizza gemacht für Beluga. Normalerweise, wir haben ungefähr 20.000 Euro im Monat nur Fleisch für unsere Tiere. Der kriegt in der Früh, jeder Tier ist anders natürlich, 4 bis 8 Kilo Fleisch pro Tag, pro Tier. Und das ist Rindfleisch, Hühner, Herz, Leber, Pansen und wir haben natürlich Vitaminsupplemente drauf. Kriegen die Tiere auch mal einen Diättag oder sowas? Diättag? Normalerweise, wir kriegen einen Fasttag in der Woche, aber ich mag das. Es tut mir sehr leid, wenn ich sehe, meine Tiere haben Hunger. Dafür, ich mag so viel kleineres Essen jeden Tag. Ja. Ein Löwen kann konsumieren 30 bis 40 Kilo in einem Fress, aber dann nicht essen dann für 2 Wochen. Mhm. Aber in diesem kalten Wetter, wenn ich sehe, dass in den Autogehege, dann haben kein etwas im Bauch, dann tut mir sehr leid. Ich bin so wie der Papa von meinen Tieren und ich habe dann gern, dass sie essen jeden Tag eigentlich. Wir haben das ja bei der Tierschau vor ein paar Tagen gesehen, als diese Löwenprobe war. Die Tiere sind ja gerne im Schnee, wälzen sich da. Sind die Kälte gewohnt? Also, erst einmal, der Löwen ist 21 Generationen geboren in England. Ist auch nicht so warm in England. Löwen ist auch ganz, ganz starke Tier. Ich war ein paar Mal in Afrika und es ist richtig kalt in der Abend. Und dafür, der ist ein starkes Tier. Aber was Sie haben gesehen selber, Sie haben in der Tierschau und der geht raus in der Schnee. Aber der haben eine Möglichkeit, der kann gehen rein und raus. Eigentlich nicht alle haben das gern, der bleibt in der Heizboden, der bleibt unter der Heizlampe. Aber da gibt es auch das Wollenspiel in der Schnee, so ist das.